Und damit auch mal wieder hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Unser kleines Unternehmen wächst mittlerweile doch beachtlich. Wir haben in der letzten Folge sehr viel geschafft. Wir haben Baumaterial für Magdeburg bereitgestellt und in Magdeburg eine Busverbindung hergestellt, sodass dort auch schon mal dann innerstädtischer Verkehr herrscht. Die Personenlinie ist ebenfalls bis nach Güstrow schon angeschlossen. Und der Lebensmittelbereich, der boomt ebenfalls. Dann habe ich natürlich offscreen wieder ein, zwei Kleinigkeiten verändert. Ich habe den Wald hier schon mal ein kleines bisschen dichter gemacht, wie man sehen kann. Ich habe hier nochmal ein, zwei Bäume hinzugefügt. Oh, wo ist unser Zug? Oh, der kommt schon wieder zurück. Können wir nochmal kurz gucken, wie er quasi aus dem Tunnel rauskommt. Ich finde das immer recht hübsch. Generell so einfach mal hin und wieder zugucken ist immer recht schön. Und das ist ja auch, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, so ein kleines Spiel, wo man doch so ein bisschen mit entspannen kann sozusagen. Ein bisschen quatschen, ein bisschen entspannen und einfach mal ein bisschen zugucken und genießen. Und das sollten wir natürlich auch machen. Hin und wieder einfach mal ein bisschen in unser Unternehmen reinschauen und zugucken, wie das alles vonstatten läuft. So, wie viel Geld haben wir denn? 9,74 Millionen? Da würde ich doch sogar glatt fast sagen. Ich muss mal gerade gucken, wie teuer der Zug ist. Wir wollten ganz gerne die Milf auf der Strecke haben, die die Lebensmittel nach Schwerin bringt. Und die ist natürlich recht teuer. Da müssen wir also noch ein bisschen warten, was das Geld betrifft. Seta und Stein haben wir optimiert. Wir haben einen zweiten Zug mit raufgeschickt, wodurch die Abholung natürlich wesentlich besser vonstatten geht. Und das ist natürlich klasse. So wird unser Baumaterial hier dauerhaft oben gehalten. Und unsere Städte, wie man sehen kann, werden wesentlich besser mit Baumaterialien versorgt. Und das ist natürlich ebenfalls sehr positiv für unsere Wirtschaft. Die Städte wachsen erfolgreich. Und hier, was haben wir hier? Hier haben wir einen Benz. Da werden wir wahrscheinlich doch nochmal einen dritten mit dazu schicken. Durch die Lebensmittel läuft das natürlich alles nicht mehr ganz so reibungslos von dannen. Nee. Hier. Einmal Güstrow für LKWs, unsere schöne Linie. Hier wird immer noch fleißig, ja, ich glaube, der Zug ist, glaube ich, schon länger, als er eigentlich da sein darf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier hinten ist er. Vollgeladen bis oben hin, also auch dort werden wir wahrscheinlich demnächst einen neuen Zug brauchen. Man müsste jetzt auch gleich abladen. 1,5 Millionen. Glatte 10 Millionen haben wir jetzt. Sehr schön. Cool, wir wachsen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Hier haben wir ja unsere Laternen hinzugefügt. Und haben wir eigentlich schon. Jetzt muss ich doch mal glatt gucken hier. Immer noch nur die Prellböcke. Immer noch nur ein Gebäude. Irgendwie war da was, dass ich mal die Kräne installiert habe. Die gab es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon per Mod. So. Sobald die freigeschalten sind, können wir natürlich hier und da noch welche mit dazufügen. Dann sehen die Bahnhöfe nach wie vor nicht so leer aus. Das ist ja das, was immer so ein bisschen stört. Meiner Meinung nach, dass die Bahnhöfe immer so gähnende Leere haben. Wie gesagt, vieles davon verschiebe ich halt doch offscreen, weil es einfach zu viel wird auf die Dauer, wenn ich hier die ganze Zeit die Landschaft verändere. Und 10,3 Millionen. Ich bin sogar am Überlegen, hier könnte man glatt mal, dadurch, dass wir ja jetzt mehrere zur Auswahl haben, könnte man hier doch glatt mal ein anderes Depot hinsetzen. Sieht ganz schick aus. Ist ganz nett gemacht. Und wie gesagt, wir haben nicht immer die gleichen rumstehen. Das ist natürlich für mich immer so der Hauptaspekt.
einfach um ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Und was habe ich noch nicht gezeigt? Ich glaube, Güstrow habe ich eine Kirche verpasst. Ja, hier unten. Da steht die Kirche, die auf dem Bild so viel Grün da hat und im Spiel selber alles grau ist. Vielleicht liegt es jetzt auch an der Wintermod. Ich weiß es nicht, ob sie das mittlerweile schon verbessert haben. Kann ich jetzt so aus dem Kopf gerade gar nicht sagen. Baumaterialien wurden abgeladen. 11,4 Millionen. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch einfach mal unser Glück. Wo ist sie? Hier. Natürlich ein recht teurer Zug, wie wir bereits festgestellt haben. Und unsere Lebensmittel müssen wir auch mit einem geschlossenen Güterwagen transportieren. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sind wir bei 60. Jetzt fehlt so ein bisschen das Geld. Müssen wir noch kurz warten. Ziehe ich mir mal hier oben hin. Denn das würde ich natürlich diese Folge schon ganz gerne fertig kriegen. Dass wir dort wenigstens schon mal für Nachhilfe sorgen und die nächste Stadt einfach mal mit Lebensmitteln versorgen. Denn Schwerin schreit nach Lebensmitteln. Hört ihr die Leute auch? Wir wollen Lebensmittel. Unternehmen soll natürlich weiterhin wachsen und dafür müssen wir auch weitere Schritte wagen, wie eben neue Züge, die Lebensmittel abholen. Dann teilt sich das hier auch so ein kleines bisschen auf. Ich habe das Gefühl, meine Kopfhörer sind schon wieder viel zu laut. Eieiei, mal ein kleines bisschen leiser machen. Party auf den Kopfhörern. Baumaterialien wurden auch gerade abgeladen. Da wird, glaube ich, fleißig produziert für Magdeburg. Sehr, sehr schön. Neue Züge, ein neues Schiff, ein neues Flugzeug, neue Busse und ein neuer LKW, der Opel Blitz. Hier wollte ich auch noch ein bisschen was machen. Das sieht auch noch recht einsam aus hier hinten. Aber hier könnten wir noch mal... Bin ich gerade am Überlegen, ob wir da noch ein Stellwerk hinklatschen. Wir gucken mal, was noch im Laufe der Jahre freigeschalten wird. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen auf Geld warten. Sonst ist das alles ein bisschen knapp. Den Zug hier müssen wir unbedingt verbessern. Der kann viel zu wenig Passagiere mitnehmen. Und die Linie nach Düsseldorf, die würde ich eigentlich auch ganz gerne demnächst noch fertigstellen. Wir gucken mal, was wir in dieser Folge schaffen. Wir können hier die Straße einfach schon mal schließen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Aber erstmal möchte ich gern unseren Lebensmittelzug haben. Das ist für mich jetzt erstmal A und O, dass Schwerin dann ebenfalls mit Lebensmitteln versorgt wird. Dafür haben wir die Schiene gelegt und dafür soll sie natürlich auch genutzt werden. Nun ist der Zug, wie gesagt, natürlich recht teuer. Wir schicken den einfach schon mal los. Haben wir da noch gar keine Linie? Ist aber schade. Schwerin-Lebensmittel. Und das wird natürlich eine mega lange Strecke. Da werden die 60 nicht lange reichen. Überhaupt nicht lange. Den müssen wir schnell verbessern. Ziemlich schnell. Aber erstmal brauchen wir dafür wieder Geld. So, jetzt müsste hier unsere schöne Elektrolok rauskommen. Da ist sie. Die ist natürlich im Vergleich zu den Dampfloks wesentlich leiser. Und die müsste auch wesentlich schneller auf Geschwindigkeit kommen. Mit 113 km/h lässt sich da, denke ich mal, doch eine ganze Menge machen. Aber wie gesagt, die 60 Lebensmittel, die er transportieren kann, die werden nicht lange ausreichen. Überhaupt nicht lange. So, jetzt macht er hier einmal kurz einen Zwischenstopp. So, dass die Lebensmittelfabrik wahrscheinlich auch feststellt, okay, ich kann produzieren für Schwerin, so dass dort die Lebensmittel auch abgeladen werden. Und die ist noch nicht mal aus dem Bahnhof raus und hat schon 60 km/h erreicht. Das ist natürlich schnell.
halt der ganz klare Vorteil von Elektroloks. Die kommen wesentlich höher auf ihre Geschwindigkeit, die sie brauchen. Von daher wird das, denke ich mal, relativ gut laufen. Nur, wie gesagt, die 60 Lebensmittel reichen nicht lange aus. Garantiert nicht. Dann kommt der hier ebenfalls auf seine Strecke. Mal ganz kurz gucken. Ja, das sieht sehr gut aus. Und die ersten Lebensmittel liegen auch schon da. Wunderbar. Wird vieles wahrscheinlich mit dem zweiten Zug erstmal verstärkt werden müssen, weil es sonst nicht ausreicht, nicht funktioniert. Und müssen wir bei Zeiten mal gucken. So, hier türmen sich die Passagiere auf dem Bahnhof. Zug ist gerade losgefahren. Voll, nee, nicht voll. 66 von 70. Von Schwerin sind nicht mehr so viele Reiselustige dabei. Magdeburg bräuchte auch noch einen Personenzug. Und Düsseldorf muss ebenfalls angeschlossen werden. Mal gucken, was wir für Bahnhöfe zur Verfügung haben. Denn auch da wollen wir natürlich nicht immer die gleichen. Bahnhof ohne Außenbahnsteig. Ground Level Numbers 2? Nö. Warum 2? Hm. Hallo? Track Tribe und Saturnary. Elektrisch bitte. High Speed brauchen wir noch nicht. Street Connections 1. Was ist eine Mini? Erkenne ich nicht. Tramgleis elektrisch. Und nehmen wir mal ja. Ja, reicht auch. Können wir noch einen Tram hinzufügen. Nochmal elektrifiziert, so. Underground Level brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht, wofür. Es sei denn, wir wollen hier früher oder später eventuell noch einen Zug verkehren lassen. Dann könnten wir allerdings doch noch ein zweites Gleis mit eine zweite Straßenverbindung mit ranlegen für unsere Tram. Denn die muss ja auch irgendwo fahren. Kriegen wir das hin? Oh, Tatsache. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Dann legen wir hier einfach parallel eine Straße dazu. Die hier vorne irgendwo anschließt. So, dann kann man hier hinten nämlich noch ausbauen. Dann brauchen wir hier nämlich auch keinen Bahnhof mehr. Das ist sehr schön. Und jetzt geht's fröhlich ans Schienenlegen. Normale Gleise hätte ich gerne. Von Güstrow. So, auf dem Gleis hier ist unser fröhlicher Freund. Wo kommt denn der Tunnel raus? Da vorne. Wir nehmen wieder den. Standardmäßig 118.000. Das ist vollkommen in Ordnung. War das jetzt der, den wir immer hatten hier? Habe ich einen falschen Tunnel genommen? Nein. Natürlich haben wir einen falschen Tunnel genommen. Ja, du bist so schlau. So schlau. Ja, und jetzt legt er den natürlich viel weiter nach vorne. Oh, oh. Nicht gut. Können wir dich nochmal... Hallo? Angleichen. Das wäre mir ganz lieb. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder normal den Tunnel hin. Was machst du hier? Wir gehen nochmal zurück. Unterirdisch bleiben ja keine Schäden, Gott sei Dank. Und dann probieren wir es doch einfach nochmal. So. Dieser Tunnel ist es. Schwupp. Dann haben wir quasi, wenn wir das jetzt mal ausmachen, an jedem Stadtende so einen Tunneleingang.
ihr. Da hinten, hier vorne und da außen für das dementsprechende Depot, sodass wir da auch den Zug raufkriegen. Und dieses hier wird später auf jeden Fall noch zweigleisig. Ich möchte keine Aufschüttung, bitte nicht. Soll relativ eben weitergehen. Und wir müssten so langsam, glaube ich, mal in die Kurve, denn sonst... Ach herrje, da war ja was. Wir versuchen hier mal mit einer Brücke drüber zu kommen. Ja, ja, mecker mal. So. Kriegen wir das mit einer Brücke hin? Das wird jetzt interessant. Spielerei, Spielerei. Nee, das wird nichts. So großartig verändern kann man das leider nicht mit diesem wunderschönen Tool, mit diesen wunderschönen zwei Tasten. Das heißt, wir werden hier, glaube ich, doch manuell nach oben gehen müssen. So. Ja, ja, Steigung zu groß. Was machst du denn hier? Sehr schön, sehr schön. Das Viadukt sieht auch nicht schlecht aus. Können wir so lassen. Und jetzt müssen wir hier quasi einmal rüber. Sehr schön, das passt. Können wir so lassen. Sehr komplex. Sag ja, wird ein bisschen Spielerei diesmal. Jetzt müssen wir hier doch etwas... Ja. Leicht in die Kurve. Hier gerade rüber. So. Dann hier die Schienen nochmal weg. Da haben wir viel zu weit rausgebaut. Bauschäden auch gleich wieder beseitigen. Als wären wir nie da gewesen. So. Was passiert jetzt, wenn... wir die zwei schönen Gleise hier einfach verbinden. Sieht sehr gut aus. Wunderbar. Nächste Strecke auch erfolgreich fertiggestellt. Düsseldorf ist quasi angeschlossen. Und dann will ich gleich nochmal anmerken, wir haben natürlich ein paar Städte schon benannt, aber ein paar sind noch über. Das heißt, wenn euch eine Stadt einfällt, vielleicht sogar eure Heimatstadt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich versuche mal, sofern die Stadt noch nicht dabei ist, eure Stadt hier dementsprechend mit einzubauen, sodass quasi noch ein paar Community-Städte mit dabei sind. Viel zu schnell am Reden hier. Das können wir nachher auch noch ein bisschen retuschieren, damit das nicht ganz so eintönig und langweilig aussieht. Und Düsseldorf kriegt dann natürlich dementsprechend eine Tram von uns. Allerdings, die Strecke hier... die gefällt mir nicht so ganz. Was sind jetzt die Tramgleise weg oder nicht? Mit Busspur, Tramgleis, nee, kein Tramgleis. Nee. Tramgleis, nein, Busspur, nein. Warum geht das nicht? Achso, hier. Ja. Tramgleis, nein. Busspur, nein. Zack, zack. Die Strecke braucht das Ganze nicht. Da wollen wir den ganzen Bahnhof verändern. Wollen wir auch nicht. Ist das Tramgleis jetzt hier weggenommen oder nicht? Hallo? Hallo, hallo? Hoffentlich, hoffentlich. So. Und auch Düsseldorf soll nachher natürlich mit Gütern versorgt werden. Auch das wird wieder ein ganzes Stück Arbeit. Viel Fummelei, viel Friemelei. Noch eine neue Elektrolok, die PRR. So, jetzt müssten wir quasi... mal so still, Musik aus, alles aus hier, so leise. Unsere Linie einmal verbessern. Wo ist sie denn?
So, die können wir einmal umbenennen. Und den Zug können wir schon mal wegnehmen. Das ist völlig sinnlos, den brauchen wir nicht. Und dann ist es nicht mehr ein Güstrow, sondern Düsseldorf. Jetzt fährt der Zug einmal nach Düsseldorf. So, dann machen wir Haltestelle hinzufügen. Einmal nach hier drüben und einmal über Güstrow wieder zurück. Nein. Einmal entfernen bitte. So. Und damit der Verkehr hier natürlich reibungslos abläuft, müssten wir nach Möglichkeit ein zweites Gleis mit zwischenklemmen. Normale Gleise müssten reichen. Weiche so lange wie möglich. Zack. Schwupp. Gleich mal ein bisschen Investitionen für die Zukunft. Ja, ich weiß, ich bin beim Gleisbau, bin ich immer ein bisschen leise. Nicht unbedingt verquatschen hier. Warum wirst du hier so langsam? Manu. Ist doch aber vorher auch nicht gewesen. Ich hoffe, das beeinträchtigt nicht so großartig unseren Zug. Bau nicht möglich. Glaube ich eher weniger. So, jetzt müssen wir hier quasi unten drunter. Können wir das hier anschließen? Tatsache. So. Denn wir haben hier ja nur zwei Gleise. Und dementsprechend müssen wir das hier so ein bisschen anschmiegen. So. Und einmal hier oben wieder raus. Jetzt hat er mir leider die schön gesetzten Bäume alle weggemacht. Nein! So viel Arbeit war es nicht. Kriege ich offline wieder hin. Damit möchte ich euch halt wirklich nicht langweilen, wenn ich hier die ganze Zeit permanent Bäume setze und andere Sachen setze. Das muss nicht sein. Auch da kommen wir wunderbar durch. Sehr schön. Einmal hier rüber. Zug im Weg geht ja jetzt Gott sei Dank nicht. Denn wir befinden uns auf einem ganz anderen Gleis. Da ist das vollkommen in Ordnung. Eventuell schicken wir nochmal den gleichen Zug erstmal als Verstärkung mit drauf. Auch nicht möglich, glaube ich auch nicht. So, und einmal schließen. Schwupp. Und jetzt brauchen wir einmal die Linie. Einmal Signale. Na, wo ist er denn? Hier vorne. So, einmal da. Einmal hier hinten. So. Und dann kann auch da nichts passieren. Die Züge können nicht auf andere Gleise rutschen. Nichts weiter. Innerstädtisch kümmern wir uns, was den Personenverkehr betrifft, jetzt noch drum. Dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Und um die Güter kümmern wir uns dann das nächste Mal. Dann ist das nämlich auch erledigt. Jetzt brauchen wir Bushaltestellen. Trambahnhof brauchen wir ja in diesem Falle nicht. Wir haben hier einen, der wendet dort einfach und gut ist. Eine hier, eine da. Lassen wir die hier hinten im Bogen fahren. Na, die Straße ist ja klasse. Die gefällt mir nicht. Die gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte hier gerne gerade raus. So. Und einmal gerade rüber. So. Wie du dann nachher weiterbaust, ist mir vollkommen Schnuppe. Das kann man alles später noch ändern und beeinflussen. So dass denn die Sachen ebenfalls mitversorgt werden innerstädtisch. Dann machen wir hier vorne eine und da eine. Das gleiche Spiel auf der Seite. Und noch eine hier vorne für den Industriebereich. Straßenfahrzeug 1 hat die Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden. Das sind unsere Postbusse in Schwerin.
Machen wir vielleicht etwas später, nicht unbedingt jetzt. Dann brauchen wir natürlich wieder eine neue Linie. Na, machen wir mal anders. Wir nehmen mal erst die Stadt. Unsere Tram für Düsseldorf, Linie 1. Einmal hier, einmal da, einmal dort, einmal hier rüber, einmal dahin und einmal wieder zurück. Und jetzt klappt das natürlich mit den Gleisen nicht. Was meckerst du hier rum? Nanu? Wieso passen die denn nicht zusammen? Hallo? Einmal hier. Jetzt passt das wieder. Aber du bist doch ein Trambahnhof. Wir probieren es einfach. Vielleicht zeigt er uns die Linie dann wieder an, wenn wir das Ganze hier ein bisschen aufgewertet haben. Einmal hier rüber, einmal hier runter, einmal hier hoch, hier, hier, dort, da, hier rein, hier runter. Jetzt meckert er immer noch, aber die Linie... Die Linie zeigt er mir an. Das ist äußerst merkwürdig. Hör auf zu meckern da oben. Nur am Meckern. Ein schönes Tramdepot. Wo stellen wir dich hin? Hier hinten wird schon fleißig gebaut. Wir gleichen dich mal hier oben so ein bisschen an. Ungefähr so. Und dann gucken wir mal nach schönen Trams. Typ 1 hätte ich hier. 60 km/h, 16 Passagiere. 1, 2, 3. Dürften für einen Anfang bei der Geschwindigkeit auf jeden Fall reichen. Düsseldorf Tram 1. Und fahren sie los. Jawohl. Losfahren tun sie. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass es funktioniert. So, dass hier dementsprechend auch nachher der Verkehr blüht. Denn eigentlich ist es ja eine Tramstation. Hör auf zu meckern. Die alten Stellen passen doch. Was willst du denn von mir? Ruhe! So. Macht nicht das, was er machen soll. Aber solange die an den Stationen eigentlich halten, ist alles gut. Dann kann der da oben meckern, bis er schwarz wird. Ist halt jetzt nur die Frage, ob der dann auch an der dementsprechenden Station hält. Das wird jetzt gleich interessant. Er fährt nach Düsseldorf. Düsseldorf! Also passen müsste die eigentlich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja ein multifunktionaler Bahnhof. Und wir haben ja auch die Tramstation angeklickt und nicht den Passagierbahnhof. Wir gucken gleich mal. Was hier unser schickes Düsseldorf sagt. So, du machst Stopp. Wer denn jetzt? Jetzt fährt er zur Bergstraße. Wie willst denn du hier hinten wenden, mein Freund? Sieht sehr interessant aus.
Ah, ist gerade sehr spannend. Wir gucken gerade quasi zu, wie der hier rumfährt. Ach Mensch, Leute, die Folge ist ja schon vorbei. Oh mein Gott. Huch, schon wieder festgebaut. Gut, es bleibt spannend hier mit der Tramstation. Wir sind mal gespannt, ob das funktioniert. Wie gesagt, es soll ein multifunktionaler Bahnhof sein. Deswegen habe ich ihn extra installiert, weil ich es ganz interessant fand, auch mal auszuprobieren. Und ob wir das noch hingekriegen hier mit dem multifunktionalen Bahnhof, dass die Trams dort doch dort auch halten, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen, danke, dass du fleißig einschaltest. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder, wenn nicht spätestens zur nächsten Folge Transportfieber. Und damit bin ich raus, euer Klaus, bis zur nächsten Folge, tschüss.